In der Gesundheitsszene glauben ja sehr viele Leute an verschiedene Heilmittel, wie zum Beispiel Wildkräutertees in verschiedenen Varianten, wie zum Beispiel Kräutertees, Chlordioxid, also CDL, Chlordiosilber, Chlordiosgold, DMSO. Und das ist halt immer sehr interessant, wenn die Leute dann, die sich halt mit Ernährung und Gesundheit beschäftigen, ziemlich verwundert sind, warum ich zum Beispiel diese Sachen nicht mehr nehme, beziehungsweise dieses Bedürfnis nicht mehr habe. Und ich halt denen einfach erkläre, dass die Rohkost keine Ernährungsrichtung ist, sondern ein Reinigungsweg ist. Und das hat immer sehr verblüffend, weil dann die Leute meinen, das sei alles, die leben ungesund oder warum nehme ich das halt nicht mehr. Und ich möchte euch einfach in dem Video erklären, warum ich diese Sachen nicht mehr mit in meine, sagen wir mal, Lebensweise mit integriere und was eigentlich dieser Rohkostreinigungsweg eigentlich ist. Die wenigsten wissen eigentlich, dass der Körper sich selber entgiftet. Und das macht er zum Beispiel in Form von Schnupfen, Fieber, Geschmackslosigkeit und so weiter und so fort, bis es halt hin weiter zu chronischen Krankheiten geht. Und da ist es halt immer sehr interessant, weil die Leute das nicht wissen, dass der Körper sich halt in Zeiten, in denen man zum Beispiel nicht isst, also im intermittierenden Fasten oder im Fasten, sich einfach heilt und dann diese Symptome halt kommen. Und dann versuchen halt die Leute, diese Krankheit zu besiegen, weil sie meinen, das wäre was Böses und wollen halt schnell wieder gesund werden. Dabei sind die meisten Menschen eigentlich gar nicht gesund, sondern in einem neutralen Zustand, weil der Körper sich einfach die Energie nimmt und dann versucht, Gifte, Schlacken, Schleim einfach auszuscheiden, wenn er halt dann diese entsprechende Kraft hat. Und da kommt dann natürlich dann irgendwelche Krankheiten halt passieren. In diesem Krankheitsfall nehmen dann die Leute solche Sachen wie zum Beispiel Tees, Kräutertees, Wildkräuter, Chlordioxid und wahrscheinlich noch eine ganz große Bandbreite von anderen Heilmitteln. Gibt es ja sehr vieles. Und viele Sachen sind zum Beispiel Reizmittel, wie zum Beispiel Tee oder Kaffee, weil durch die Entgiftung ist man vielleicht auch müde oder schlapp. Da hat man nicht mehr diese nötige Energie. Das merkt man zum Beispiel nach dem Schlafen, weil der Körper während dem Schlaf fastet er ja. Also der hat dann einen leeren Magen. Und dann scheidet der Körper viele Sachen aus. Und mit dem intermittierenden Fasten und dem Fasten allgemein ist es halt dann noch zu bemerken. Und dann nehmen halt die Leute solche Sachen wie zum Beispiel einen Tee, um halt die Entgiftung etwas stark zu bremsen und sich halt etwas wacher auch zu fühlen, damit sie halt ihren Alltag zum Beispiel bewältigen können. Das gleiche wie bei Chlordioxid oder DMSO, damit die Leute schneller wieder fit werden. Und das ist halt einfach nur Bremsen der Entgiftung, und je nachdem, wie weit du halt auf dieser Leiter oder der Rohkostreinigung bist, kann man sich wie eine Leiter vorstellen, wo dann ganz unten in der Leiter zum Beispiel sehr harte Drogen sind, wie zum Beispiel Crack oder Kokain. Dann geht es halt weiter mit Marihuana, Rauchen, Alkohol. Dann noch die Kochkost kommt irgendwann, das ist auch eine Art Sucht oder eine Droge. Und dann geht es halt dann weiter mit der Übergangskost, dann Gourmet-Rohkost, dann wasserhaltige Rohkost mit viel Gemüse oder Blattgemüse, mit Wildkräutern zum Beispiel. Dann geht es halt immer weiter in Fruchthaltiges, also Fruitarian, und irgendwann halt dann, sagen wir mal, das Trockenfasten, beziehungsweise wo man gar nichts mehr isst oder trinkt, wie zum Beispiel auch die Lichtnahrung isst. Auf der Rohkostreinigungsleiter bin ich halt etwas weiter oben, wo ich nicht mehr das Bedürfnis habe, zum Beispiel Tee zu trinken oder Wildkräuter im großen Maße. Und da sagt mir auch immer mein Körper, dass das ziemlich stark erdet, sehr viel Energie zum Beispiel auch zieht. Und dann höre ich halt in der Regel halt auch meinem Körper, höre auf mein Körpergefühl, was ihr eigentlich auch machen sollt, und passt es halt an. Ich bin halt sehr, zum Beispiel ziemlich groß Frucht- und wasserhaltig, sage ich mal, was ich zu mir nehme, kommt mir jetzt am besten. Und das ist halt immer sehr interessant, weil die meisten halt sich noch gar nicht mit der Rohkost beschäftigt haben oder dann nicht damit angefangen haben und dann sich ziemlich verwundert sind, warum ich zum Beispiel kein CDL nehme, warum ich keinen Tee trinke. Und dann kommt es auch immer wieder zu dieser netten Situation, dass die Leute dann von sich auf andere schließen, beziehungsweise sozusagen von ihren Standpunkten Spiegel nach außen werfen. Und man meint, wenn sie denken, Tee ist ja gesund, wenn jetzt jemand anderes auch Tee trinkt und findet das auch für gesund, dann ist es okay. Aber wenn jetzt jemand kommt und zerstört dieses Weltbild, dass Tee vielleicht doch nicht so gesund ist, sondern halt einen gewissen Reinigungspunkt akzeptabel, sage ich mal, ist, weil die Leute jetzt nicht so verstehen, dann ist es halt sehr interessant, dass die Leute ziemlich verwundert sind oder meinen, dass halt ihr eigenes Lebensstil halt nicht so optimal oder gut ist. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel jetzt bewusst ist, dass man halt auf verschiedenen Reinigungsstufen hoch und runter gehen kann und immer wechselt, je nachdem, wie es halt einem geht, wie man dann die Entgiftung handelt, damit man den Alltag noch ziemlich gut schafft, dann sollte das solche Diskussionen auch gar kein Problem sein. Und ich sage halt immer den Leuten, dass ich halt nicht das Bedürfnis habe, Tee zu trinken. Und
da sind die Leute trotzdem immer noch verwundert. Und dann könnt ihr euch mal zum Beispiel vorstellen, wenn jetzt so jemand zu euch herkommt, der jedes Wochenende Alkohol trinkt und dann sagt, hey, warum trinkst du denn keinen Alkohol oder wieso rauchst du keine Zigarette oder irgendwie sowas? Mir tut's gut, warum machst du das dann nicht? Das könnte ich ja genau das Gleiche sagen. Oder wenn ihr zum Beispiel Veganer seid und dann kommt jemand mit Fleisch essen und meint, es ist vollkommen davon überzeugt, dass Fleisch halt gesund ist, vom Discounter zum Beispiel, dann fragt ihr, warum isst du denn kein Fleisch? Das ist genau das gleiche Spiel, was ihr euch auch mal fragen könnt, wenn ihr zum Beispiel sehr verwundert seid, warum jemand nicht genau das zu sich nimmt, was ihr zu euch nimmt, weil ihr halt glaubt, es sei gesund. Ich habe euch ja vorhin erzählt, dass die Krankheit, wie sie halt hier bei den meisten beschrieben, einfach ein Reinigungsvorgang von dem Körper ist und viele unterbinden sie ja mit, zum Beispiel mit Medikamenten oder stopfen sich wieder voll, um die Entgiftung zu bremsen. Dazu, wenn ich ja nicht den Körper entgiften lasse, dann fängt es halt mit dem Schnupfen an, dann kommt Fieber, dann kann es zu chronischen Krankheiten werden, dass die Nieren belastet werden, Leberschaden kommt, Diabetes vielleicht auch kommt und dann ein Stadium zum Beispiel Krebs dann kommt und Altern ist auch eine latente Krankheit, wissen auch die wenigsten. Und what the hell are you talking about? Und zum Schluss kommt es dann halt auch zum Tod. Also dann hat der Körper komplett aufgegeben und das ist auch zum Beispiel sehr interessant, wenn man sich sowas wie mit der Lichtnahrung oder mit dem Trockenfasten mal ein bisschen beschäftigt, dass da mal Leute gestorben sind, weil die Leute dann einfach nicht wissen, was halt die Reinigung des Körpers mit einem bewirkt. Und das ist halt zum Beispiel die Rohkostreinigung, wo man das halt immer stufenweise macht, über Jahrzehnte hinweg, mit zum Beispiel mit Arnold Ehret, wo halt jetzt die Schlüsselverbindung halt auch ist, dass da die Leute, wenn sie halt ziemlich gut entgiftet haben, dass sie dann weniger Probleme mit der Lichtnahrung, sage ich mal, haben und sich dadurch zum Beispiel umbringen oder dann auch zu stark dünn werden, weil der Körper dann schon ziemlich gut vorentgiftet ist. Also dünn sein, habe ich auch Videos gemacht, werde ich oben in der Infokarte verlinken. Das ist ja auch eine starke Entgiftung, weil der Körper dann die Schlacken aus dem Muskel und dem Gewebe einfach rauswirft, weil der dann, weil bei meisten besteht der Körper einfach nur Schlacken, Schleim und Gifte und das scheidet er dann wieder aus. Das kommt dann wieder in die Aufbauphase, wenn man das halt regelmäßig macht, kommt dann auch zusätzlich, wenn man auch sehr viel Sport macht. Jedenfalls sollte man sich das auch bewusst sein, wenn man sich halt mit der Lichtnahrung halt auch beschäftigt und die mal durchführen möchte, dass man halt den Körper vorher ziemlich gut reinigt, seine auch viel Sport macht, sich an der frischen Luft, dass viel in der Natur ist, sich viel bewegt halt auch, basische Bäder auch macht oder dass man zum Beispiel auch soziale Programme löscht, also Konflikte halt auch auflöst, also sich mit der Psychologie beschäftigt und auch diese esoterischen Konzepte über Bord wirft. Also das heißt zum Beispiel, die Seele ist ein Programm, Geist ist ein Programm, Astralwelt ist auch nur einfach etwas, um halt von den Matrix-Kontrollgruppen euch unten zu halten. Da kann man sich zum Beispiel auch mit Mateien von Stavrin beschäftigen, dass da hier einfach nur Energie von euch abgezogen wird. Da ist es einfach am besten, von euch innen heraus in eure Schöpferkraft halt auch zu kommen, übers Herz auch zum Beispiel und sowas, solche Sachen im Außen zum Beispiel einfach ignorieren oder den Glauben einfach fallen lassen. Wie gesagt, dazu zählt auch der Mond mit dazu, die Astralwelt, Seele, Geist und so weiter so und so fort. Also die ganze Esoterik ist da sehr voll damit, da muss man einfach genau hinschauen, damit man einfach die Energie nicht abgezogen bekommt. Und sondern dass das halt einfach bei euch bleibt, bei euch als Schöpferwesen, sage ich mal, und die Entgiftung auch wesentlich einfacher, ja, vonstatten geht. Jetzt braucht ihr euch nicht mal wundern, wenn ich zum Beispiel eine andere Sichtweise habe zu bestimmten Themen, zum Beispiel warum ich keinen Tee trinke oder nicht mehr so Wildkräuter zu mir nehme. Wir sind alle auf einem unterschiedlichen Reinigungspunkt. Der eine hat vielleicht mal eine schlechtere Vorgeschichte, hat viele Medikamente genommen, wenig Sport gemacht, viel Fastfood oder sowas gegessen. Spielt da auch alles mit rein, auch das Alter, in dem man das alles akkumuliert hat, muss man einfach hier mit berücksichtigen. Und sonst, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Gerne auch unten in die Kommentare schreiben, wie ihr es zum Beispiel das alles seht, wie weit ihr schon mit Entgiftung seid, ob ihr da auch alles Mögliche vorhabt, welche Erfahrungen ihr da auch wieder alles Mögliche gemacht habt. Schreibt mir gerne auch all eure Fragen unten in die Kommentare, um uns einfach auszutauschen. Und sonst teilt auch bitte gerne dieses Video an Freunden, Bekannten und auch Social Media Plattformen, damit hier immer mehr Leute auf meinen Kanal aufmerksam werden, die Videos zum Beispiel auch schauen und Interessenten werden, weil es dauert nicht mehr so lange, dann habe ich auch die entsprechende Wiedergabezeit für meinen YouTube-Kanal, um ihn zum Beispiel zu monetarisieren und dann weiterhin für euch ja, das Geld hier in dieses Projekt mit einfließen zu lassen. Und sonst weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und beim Projekt findet ihr unten in der
Videobeschreibung oder im ersten Kommentar angepinnt. Da habe ich zum Beispiel meine 22-Tage-Challenge Einstieg in die schleimfreie Heilkost. Wenn ihr da Interesse habt, oder Fastenbegleitung biete ich auch an, oder das Coaching auch allgemein in die Rohkost, Fasten und die schleimfreie Heilkost, damit ihr zum Beispiel einfach Zeit spart mit dem, ja, und auch von meinen Erfahrungen profitieren könnt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao.